Limomoto-Fans, herzlich willkommen zu Matters of the Universe Nummer 6, where the tea makes the difference. Es ist unglaublich warm, es ist unglaublich viel passiert und deswegen sage ich, fangen wir direkt an. Wir haben nämlich zwölf Themen, eigentlich sogar noch mehr. Die meisten betreffen natürlich die San Diego Comic Con und deswegen go! Snake Lair enthüllt. Alle Infos zum Crowdfunding. Ja, die Masters of the Universe haben Castle Grayskull, die Evil Warriors wohnen in Snake Mountain und die Bilderhorde hat sich natürlich in der Fright Zone einquartiert. Doch wo hausen die Schlangenmenschen? Eine Frage, die wir uns schon seit Vintage-Tagen stellen. Nun gibt es endlich eine Antwort, Der Mattel bringt uns eine neue Burg. Das Snake Lair. Die Behausung von Lady Sliver und ihren Schlangenmenschen war Teil vom Eternia's Choice, einer um eine Online-Umfrage von Mattel Creations, welche vom 5. bis 10. September 2023 stattfand. Das Snake Lair setzte sich damals gegen die Fright Zone, das Doom Tower Playset, den Attack Track Information Look und ebenfalls noch den Hot Command Crawler durch. Der auf der SDCC ausgestellte Prototyp unterscheidet sich aber deutlich gegenüber der damals gezeigten Konzeptzeichnung. Im Innern der Burg befindet sich der Thronsaal von Lady Sliver. Hier kann man sowohl ihre Schlangenform als auch ihre menschliche Gestalt unterbringen. Eindringlinge erwarten hier eine eiserne Jungfrau, Blaster und Fallen neben der schlangenburg selbst ist nun auch erstmalig der rattletrap als spielzeug umgesetzt wem das nicht sagt das war ja ein damals geplantes aber nicht umgesetztes toy für die snake man also ein vehikel für die snake man dieses vehikel wird nun auf der vorderseite des snake lair auf einem felsvorsprung geparkt und ist somit teil des playsets der Rabbit Trap kann natürlich auch entfernt und dann als normales Fahrzeug eingesetzt werden, wofür er ja eigentlich sowieso da ist. Bei der Burg selbst erwarten uns Elemente, welche auch schon bei den Vintage Playsets eingebaut bzw. dabei waren. Das wären zum einen ein in Schlammoptik gehaltenes Weapons Rack, eine Leiter, womit die Figuren auf die nächste Ebene klettern können und ein Geschützturm, um auf Feinde schießen zu können. Hm. kommt uns doch alles sehr bekannt vor. Hm. Alles Elemente, die man natürlich auch bei Castle Grayskull finden kann. Im Inneren findet man unter anderem auch einen Fahrstuhl. Ebenfalls ein Feature, was man bei Castle Grayskull verwendet hat, aber auch bei dem Eternia Playset. Natürlich gab es auch weitere Features, die man auf der Burg der Zeitlosen als auch beim Eternia Playset wiederfindet, wie zum Beispiel den Geschützturm etc. Natürlich verfügt auch diese Burg über eine Kommandokonsole, eine Computerkonsole besser gesagt, und einen Thron. Also, alles altbewährte Elemente, die uns bestens vertraut sind. Für das Playset braucht man auch wieder ordentlich Platz, denn es ist 87 cm breit, 69 cm tief und ragt Satte 79 cm in die Höhe. Höhe. Ferner wird in dem Playset keine Elektronik verbaut sein, was sich hoffentlich natürlich auf den Preis niederschlägt. Letzterer wurde von Mattel bis jetzt auch noch nicht kommuniziert. Der Konzern gab aber an, dass sie den Preis am 5. August bekannt geben werden. Es fällt natürlich sofort auf, dass das Snake extrem von der Konzeptzeichnung abweicht. Grund für diesen Schritt hat Mattel leider nicht verlautbart. Ob und wie sich das Ganze auf das geplante Crowdfunding auswirken wird, muss abgewartet werden. Schließlich haben die Fans für das Snake Lair, wie es damals auf der Konzeptzeichnung zur Wahl gestellt wurde, gewotet. Äh, dazwischendurch kann man natürlich sagen, dass äh, die Veränderung äh, durch das Comic erklärt wird. Dazu sage ich dann gleich noch mehr. Apropos Crowdfunding. Wenn das Snakelair innerhalb der ersten zwei Wochen die Marke von 6000 Unterstützern erreicht, schaltet sich das erste Stretch-Goal frei und die Käufer erhalten Lady Sliver in ihrer Skelett-Variante gratis zur Burg dazu. Der Bestellstart ist der 12. August. Die zweiwöchige Frist zum Freischalten von Lady Sliver als Skelett-Variante endet in den USA am 25. August 2024 um 23.59 Uhr und in Deutschland am 26. August 2024 um 8:59 Uhr morgens. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn es werden noch weitere Stretch Goals bekannt gegeben. Das kommuniziert Mattel dann aber zu gegebener Zeit. Sollte die Menge von 6000 Unterstützern aber nicht erreicht werden, dann kommt das Projekt leider nicht zustande. Also so viel braucht Mattel auf jeden Fall, um das Playset rentabel zu machen. Mattel gab auch an, wie das mit der Zahlung vonstatten geht. Ihr braucht auf jeden Fall eine Kreditkarte, welche aber erst belastet wird, wenn die mindest benötigte Zahl von 6000 Unterstützern vor dem 8. September 2024 um 23.59 Uhr erreicht wird. Wow, da könnt ihr ja richtig sparen innerhalb von zwei Wochen. <lacht> Top! <lacht> Natürlich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sollte die Mindestmenge nicht erreicht werden, dann wird die Kreditkarte nicht belastet und eure Bestellung wird natürlich storniert. Sollte die Marke von 6000 aber geknackt werden, dann müsst ihr euch lange gedulden, denn Mattel gibt als Lieferdatum grob den Herbst für nächsten Jahres an. Also, das ist doch top, Leute! Sofort bezahlen und in einem Jahr was kriegen. In mehr als einem Jahr. Wow! Also, das ist schon. Ist das nicht top? So, jetzt lassen wir mal die Häme beiseite. Äh, gehen wir mal als erstes auf den Unterschied zwischen der gezeigten Konzeptzeichnung ein und dessen, was wir jetzt auf der SDCC gesehen haben. Das sind signifikante Unterschiede. Ich äh, finde sie. Lasst mich doch mal so sagen: Das, was auf der SDCC gezeigt wurde, war gar nicht so schlecht. Also es erinnert irgendwie schon so an alte Playsets aus den 80ern und das, das passt schon irgendwo. Es hat ja auch sehr viele vertraute Elemente. Das kann man jetzt positiv und das kann man negativ sehen. Zum einen, also positiv kann man sagen, ist, dass äh, uns da wirklich vertraute Dinge geboten werden, aber auf der anderen Seite wiederum natürlich ist das Ganze ein bisschen lame. Gut, benutzen tun die wenigsten von uns diese Sachen. Wir werden das Ding auspacken, wir werden es mal testen und dann beim Saubermachen alle paar Monate vielleicht mal irgendwo betätigen und das war's dann. Oder schön in Szene setzen für irgendeine Schlachtszene oder sowas. Nur, Jetzt die Sache, dass da etwas gekommen ist, was äh, natürlich viel größer ist, damit natürlich auch viel mehr Geld kosten wird und nicht das, was wir eigentlich haben wollten, beziehungsweise wofür wir gewotet haben. Nochmal, ich sage nicht, dass was auf der SDCC als Burg gezeigt wurde schlecht ist. Wie gesagt, gefällt mir auch irgendwo. Aber es ist nicht das, was ich eigentlich ursprünglich haben wollte. Positiv ist schon mal, dass keine Elektronik verbaut ist, damit das ganze Ding hoffentlich nicht so teuer werden. Die Frage ist natürlich, ob sich das wirklich so vehement auf den Preis umschlägt oder nicht. Wir haben ja gesehen, dass ähm, ja, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber dass der Scare -Mare von Mondo der doch in so eine Preisklasse von BattleCat und Pantor gekommen ist. Hatten wir auch ein bisschen erwartet. Aber ja, wie gesagt, man kann also ungefähr dann schon erahnen, dass äh, dieses Playset, das Snake Lair, dann letzten Endes auch wahrscheinlich um die 600 Dollar kosten wird. Plus natürlich dann äh, Versandkosten für uns, für uns Europäer. Und ich fürchte, dass man dann da schon wieder auf 800 bis 1000 Euro kommt. Und da muss ich sagen, da glaube ich, bin ich diesmal raus. Aus dem einfachen Grund heraus, äh, es ist das gleiche wie mit Scare Mare. Es gibt einfach keinen Bezug dazu. Schön, dass wir jetzt äh, eine Burg für die Schlangenmenschen haben, aber es ist das Geld. Es ist der Platz. Das Ding ist meiner Meinung nach viel zu groß. Ein Playset, äh, so mehr in der Größe von dem Vintage. Äh, Fright Zone wäre besser gewesen, hätte ich viel mehr begrüßt. Und wir haben ja extra für dieses, diese Konzeptzeichnung gewotet und nicht für die Fright Zone, wo wir wirklich alle dachten, dass die gewinnt. Weil wir sowieso davon ausgehen, dass die Fright Zone kommen wird. Es ist ein Vintage Playset. Es ist das kleinste Playset, wenn man mal vom Slime Pit absieht. Ähm, oder wenn man unbedingt möchte, äh, Point Red. Naja. Aber gut. Letzten Endes muss man schon sagen, es ist ein bisschen Enttäuschung dabei. Aber das werden wir dann äh, noch an gegebener Stelle. Wahrscheinlich Sonntag, merkt euch dieses Datum schon mal, Sonntag 19 Uhr wird es einen Livestream geben, wo wir nochmal über alle Themen der SDCC sprechen werden mit Gästen. Mal gucken, wer kommen wird. Aber äh, ja, das werdet ihr dann zu gegebener Zeit erfahren. Nun lassen wir es erstmal so stehen. Es ist eine coole Sache. Nur eines möchte ich noch sagen. Ähm, Punkt eins, dass das Ganze durch äh, irgendein Medium jetzt begründet wird, warum das Snake Layer jetzt so immens anders aussieht. Ich glaube, es wird begründet oder wurde begründet nach dem Motto über die Zeiten hinweg wurde ja noch was dazu gebaut, verändert und so weiter. Ist mir egal. Das hat es für mich noch nie gerechtfertigt, ob etwas in den Comics so gewesen ist, wenn jetzt etwas zum Beispiel beim MCU anders gewesen ist als wie in den Comics damals, ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig. Und nur weil es jetzt in einem Comic verbaut wird, rechtfertigt das für mich das ehrlich gesagt auch nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt schade, mh, dass man hier für Lady Slither eine Behausung gebaut hat. Klar, es ist für alle Schlangenmenschen, aber alleine das Bild, wo Lady Slither, ich glaube es war sogar ihre Skelettform, äh, da in dem Thron sitzt und King Hiss steht wie so eine Nulpe daneben, wie so ein ganz gewöhnlicher Diener. Hey, es ist seit Vintage-Tagen der Anführer der Schlangenmenschen. Wir mussten schon andere Dinge über uns ergehen lassen. Bei der Horde zum Beispiel, Horde Prime, habe ich nie gebraucht. Für mich ist Hordak der Anfü äh, Anführer der wilden Horde und keiner sonst. Ja, und bei den Schlangenmenschen oder äh, den Evil Warriors ist es nicht anders. Skeleton, King His und fertig. Da braucht man nicht noch eine größere, höhere Instanz und, und, und Macht, die dahinter ist. Und deswegen wäre es besser gewesen, man hätte. Diese Burg für King Histan gebaut. Wenn, schon, denn schon. Ja, er hätte es ja zu seiner Burg machen können. So hätte man es ja dann irgendwie erklären können. Naja, gut. Gehen wir mal zum nächsten Thema weiter. Ach so, und eines muss ich auch noch abschließend sagen. Die Lady's Liver Version. Ja, ich weiß, es ist ein Prototyp und da müsst ihr wissen, ist mir sowas von egal. Das Ding ist kackhässlich. Will ich als Stretch Goal gar nicht haben. Ist für mich sowas von unnötig. Allein das Gesicht und äh, dann wahrscheinlich wieder Glow in the Dark. Ich kann diese, dieses Feature auch langsam nicht mehr sehen. Es ist so durchgenudelt in den letzten Monaten. Es ist es ist gut. So, jetzt aber wirklich nächstes Thema. Ja, wo wir schon bei Enthüllungen bei den Origins waren, machen wir gleich weiter, denn Origins Modulog, Ryoblast und Voltak wurden auf der SDCC gezeigt. Weiter geht's mit Origins Enthüllungen, jetzt habe ich mich selbst äh, vorweggenommen. Ähm, auf der SDCC. Mattel enthüllte auf der Con gleich drei neue Figuren: Voltak, ryoblast und Modulog. Gleich vorweg kann man sagen, dass es keine dieser Figuren in den Einzelhandel schaffen wird. Modolog wird ein Amazon-Exclusive werden und Ryoblast und Voltag werden über Mattel Creations angeboten werden. Alle drei Charaktere sind für den Frühling des nächsten Jahres angekündigt worden. Und mehr gibt es da momentan auch nicht zu, zu sagen. Außer meiner persönlichen Meinung zu den Figuren sind alle drei okay, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ähm, man kann diese Charaktere gut finden oder nicht. Äh, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde sie alle drei ganz gut, sogar Ryoblast. aber ähm, ja, dass das ganze jetzt wieder so gestreut wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, dass man zum Beispiel einen ryoblast nicht in den Einzelhandel bringt, kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Ist nun mal nicht der beliebteste Charakter. Selbst heute nicht nach all den Jahren. Äh, Wohltag allerdings hätte ich unter der Cartoon Collection veräußert. Ähm, wahrscheinlich wird das auch passieren, wenn nicht ist auch egal, weil ich sammle sowieso die Sachen nicht Mock, von daher stehen sie lose bei mir in den Vitrinen und fertig. Äh, ja, mit äh, Modulog ist das natürlich auch wieder so eine Sache. Der wäre für den Einzelhandel etwas gewesen. Warum das jetzt unbedingt nur über Amazon sein muss, weiß ich nicht. Einzige gute Sache ist, dass man wohl davon ausgehen kann, dass über Amazon diese Figur genügend vorhanden sein wird, hoffe ich mal, und dass damit äh, den Skalpern so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wird. Mehr kann ich an dieser Stelle auch gar nicht sagen. Ein bisschen halte ich mir dann auch noch für Sonntag auf. Aber ja. Tuva und Badra Blitz aus Verkauf und News zum Origins, Too Bad. Am 25. Juli konnte man auf Mattel Creations das Cartoon Collection Doppelpark von Tuva und Badra bestellen. Um 18 Uhr deutscher Zeit saßen die Fans also vor dem Rechner und versuchten, das begehrte Tupac zu ergattern. Leider kamen viele direkt in einen Wartebildschirm, ich auch unter anderem. Wir hatten dazu äh, übrigens auch keinen wir bestellen. Punkt, Punkt, Punkt gemacht, äh, denn das war mir alles ein bisschen zu kurzfristig. Ähm, ja, kamen gleich in den Wartebildschirm und mussten minutenlang auf ein Weiterkommen warten. Wenn man das Glück hatte, doch noch in den Bezahlvorgang gelassen zu werden, dann konnte es dennoch geschehen, wie bei mir auch, dass noch vor dem letzten bestätigen man ein Sold-out-Button zu sehen bekam. Das weckte in vielen große Frust und die Fans beschwerten sich in Scharen in den sozialen Medien und Foren. Mein Tipp könnte auch lassen, weil es interessiert von Mattel niemanden. Es hat noch nie geholfen, wenn wir uns über irgendwas beschwert haben. Naja, nicht ganz, stimmt nicht ganz. Äh, zum Beispiel bei Grislaw. Ne? Das hat ja damals dann wenigstens noch geholfen. Und ich glaube beim Wonderbread He-Man, also Wunder bei den Origins, ja. Aber eigentlich hilft es nicht. Naja. Ja, wie gesagt, das weckte in vielen große Frust und die Fans beschwerten sich in Scharen in den sozialen Medien und Foren. Das Doppelpark war in unter 15 Minuten vergriffen. Dabei konnte jeder gleich drei Sets zum Preis von 58 Euro pro Stück kaufen. Mittlerweile für. Das Doppelte bei Ebay zu finden, geht mal eher von 140 Dollar aus oder 140 Euro. Und dann noch die Versandkosten. Kommt ihr auf gut 160 Euro. Es, so läuft es nun mal. Ich, ich, ich finde es auch nicht gut. Ich finde es sogar richtig äh, zum Kotzen, ehrlich gesagt. Es ist aber eine schwierige Angelegenheit und äh, da akzeptiere ich auch jede Meinung es gab auf der sdcc auch infos übrigens zu einem regulären origins too bad also nicht die cartoon collection mattel gab bekannt dass too bad im vintage-stil bereits fertig modelliert ist und in die cartoon collection variante im grunde schon vorher angeboten hatte damit, und im grunde die cartoon collection variante schon im grunde vorher angeboten hatte damit diese das spotlight für sich alleine hat Wahrscheinlich hat man halt einfach gesagt, äh, komm, bring, mal lieber hier Tuva und Badra. Warum auch immer in der Cartoon Collection. Die sind im 2000X Cartoon das erste Mal aufgetreten. Es wäre logischer gewesen, Tuva und Badra bei Masterverse zu bringen. Aber sie bringen in die beiden in einer Form, wo sie nie aufgetaucht sind. Aber gut, muss man nicht verstehen. Ist jetzt einfach so. Aber wahrscheinlich haben Sie gedacht, dass äh, der normale Too Bad bei den Origins dann diesem Set quasi das Spotlight gestohlen hätte. Was es nicht hätte, das ist eine merkwürdige Begründung, aber bitte. Ähm, ja, äh, damit dieses Spotlight sich allein hat. Mattel gab auch äh, nochmal zu verstehen. Dass sie weiterhin planen, alle Vintage-Charaktere als Origins-Figuren herauszubringen. Was die Veröffentlichung von Origins Too Bad betrifft, hat Mattel leider noch nichts durchblicken lassen. Nun, das ist ein Charakter, wo ich mir denke, da könnte tatsächlich noch ein Einzelhandelverkauf Sinn machen. Aber da werden wir schauen müssen, ob nicht auch das noch über Mattel Creations geht. Und wenn doch, ja mein Gott, dann ist es eben so. Ja, äh, ich finde dieses Set unglaublich cool. Schade, dass ich keins ergattern konnte. Werde ich mich eben oben zweites Mal gütlich tun müssen. Kann man nicht ändern. Muss man halt eben gucken, dass man so günstig wie möglich da dran kommt. Und man kann nicht alles haben. Mal gewinnt man, mal verliert man, mal hat man etwas, womit man dann äh, vielleicht seine Sachen ein bisschen refinanzieren kann, wenn man das denn möchte. Äh, und manchmal eben nicht. So so ist das halt. Origins Too Bad wird eine coole Sache werden. Da würde zum Beispiel Tuva und Batra auch mehr Sinn machen als wie in der Cartoon Collection. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen mehr am Meckern, aber... Es gibt einfach die Sinnigkeit dahinter für mich nicht. Genauso wie beim Snake Lair, die, die Veränderung des Designs ohne jeglichen wirklichen Grund. Und nur, dass das ein Comic dabei ist, den sie auch selber gestaltet haben. Es gibt keinen Vintage-Bezug zu dem Ding. Das ist immer eine gefährliche Sache und da würde ich wirklich vorsichtig sein. Natürlich hier beim äh, Tuva und Batra Set, da gibt es keine Risiken. Das Ding haben die ja schnell losgeschlagen, einfach weil es auch wirklich ein tolles Set ist. Ob nun in der Cartoon Collection oder nicht. Mir gefällt es unglaublich gut. Und man hat sehr viel Liebe zum Detail da reingesteckt. Das Jahr der Horde. Und Princess of Power. Neue Figuren für 2025 angekündigt. So. Und jetzt haben wir hier zwei oder drei News, wo wir dann tatsächlich auch Figur für Figur für Figur durchgehen müssen. Ist wirklich einiges gezeigt worden auf der San Diego Comic Con. Auf der SCCC gab es nicht nur jede Menge neue Figuren zu sehen, und davon haben wir gleich noch weitere News in dieser Mattes-Ausgabe, wie ich es gerade schon sagte. Ich greife mir mal vor, vielleicht sollte ich das erstmal lassen, sondern auch Ankündigungen für 2025. So wurden unter dem Banner der Cartoon Collection folgende Figuren angekündigt. So, und jetzt passt mal auf. Man Efaces, der Mann mit den drei Gesichtern erscheint natürlich auch mit einem Artefakt. Leider ist aber noch nicht bekannt, mit welchem genau. Ja. Sieht sehr cartoon-akkurat aus, kann man nichts gegen sagen. Äh, da kommt aber auch gleich noch was, äh, wenn man auf den Cartoon steht, also auf Filmation natürlich, dann ähm, haben wir gleich noch beim Mondo eine sehr schöne Nachricht. Ram-Man, der Mauerbrechende Freund, erscheint erwartungsgemäß mit vielen neuen Teilen, aber auch dieses Mal mit beweglichen Beinen, was mich übrigens sehr freut. Als Formation artefakt liegt ihm das Emblem von Shokotis Palast bei, welches auf dem Eingang prangerte. Wer, äh, wer diese Doppelfolge kennt, äh, der wird auch gesehen haben, wo das war. Das ist als He-Man mit dem Zauberschwert dann die Eingangstür gespalten hat und da war halt eben dieses Emblem zu sehen. Und das ist jetzt halt eben bei Ram-Man dabei, der ja auch in dieser Doppelfolge eine kleine Rolle hat. Shira, die Prinzessin der Macht, erscheint zusammen mit dem bekannten Schild aus dem Cartoon, wenn sie das Schwert des Schutzes eben in jenes verwandelt hat. Kennen wir aber auch schon. Das äh, Schild wurde jetzt glaube ich schon zwei oder dreimal äh, mitgemacht. Ich glaube auch bei der Mondo Shira ist es mit dabei und ist eine coole Sache. Passt wunderbar zu Shira. Die Figur, ja, ist sehr schlicht gehalten, aber ich finde sie auf jeden Fall schon mal viel besser als wie die von den Origins. Aber gut, kein Wunder. Die Origins She-Ra ist natürlich auf das Toy basierend, das es damals für halt eben Mädchen gab und so weiter. Was jetzt nicht schlimm ist, aber ihr wisst, wie ich das meine. Einfach dieser Filmation Look bei She-Ra ist einfach Kult. So, und ich lieb diesen Look sehr. Hordak, der Anführer der wilden Horde, wird eine Hordebombe mit beiliegen haben. Da weiß ich jetzt leider wirklich nicht, aus welcher Folge diese Hordebombe stammt, denn den Animation Shira-Cartoon habe ich nicht ganz so häufig gesehen. Und es ist auch tatsächlich schon einige Jahre her. Ich habe auch versucht zu recherchieren, aber leider kein Ergebnis gefunden. Aber dafür gibt es natürlich die Schwarmintelligenz. Schreibt das Ganze doch einfach mal in die Kommentare, beziehungsweise dann in, müsst ähm, müsste jetzt hier sein, den Chat. Weiß bestimmt einer von euch. Ja, Catra, das wird bestimmt auf jeden Fall die Twiler freuen. Die hinterlistige Katzenlady erscheint mit einer Mini-Version der Raubkatze, in die sich Catra im Cartoon verwandeln kann. Und darauf war schon lange gewartet. Schade, dass das Ding nicht beweglich ist. Da hoffe ich mal auf Mondo. Obwohl ich sagen muss, äh, ihr seht es jetzt gerade hier nicht. Hier steht der Adam von Mondo drin. Und da ist natürlich auch ein, ähm, schnell, ein, ein Cringer mit dabei, der allerdings nur eine bessere Statue ist. Obwohl ich sagen muss, den besten Cringer haben wir ja schon im Adam Cringer 2-Pack von der Cartoon Collection bekommen. Ich bin immer noch restlos begeistert über dieses Ding. Das hätte ich mir schon zu Vintage-Tagen gewünscht, wenn auch von mir aus damals unbeweglich in Form wie Battle Cat und Pantor. Nur halt eben kleiner. Aber ultra genial. Ja, last but not least, Montana. Auch der Mann mit den Stielaugen wird nächstes Jahr mit von der Partie sein. Leider ist auch hier das Artefakt aus dem Cartoon noch nicht bekannt. Dazu kann man also noch nicht sagen. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass ich das Gesicht ein bisschen seltsam finde. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, aus welchem Winkel man das irgendwie genommen hat. Die Augen stehen mir irgendwie ein bisschen komisch zusammen. Ich kann es euch nicht erklären, aber ansonsten ist die Figur okay. Sie hat vier separate Beine, hatte ja die Vintage-Figur nicht, wie wir wissen. Und ja, das hat sich ja mittlerweile seit den Origins, ach, seit den Classics durchgesetzt. Und das finde ich auch gut, so dass sie das beibehalten. Ja, da man im nächsten, da man im nächsten Jahr das 40-jährige Jubiläum der Princess of Power Cartoon Serie feiern möchte, liegt der Fokus natürlich auf Charaktere aus diesem Cartoon. So wird die Verpackung ein neues Artwork und ein neues Jubiläumslogo bekommen. Die bereits aufgelisteten Charaktere sind aber natürlich nicht die einzigen Figuren, die im nächsten Jahr erscheinen sollen. Eine aufgetauchte Händlerliste enthält Namen wie Triklops, Leech, Froster, wird wahrscheinlich dann die Twiler auch freuen, Buzz of Faker und einen Invisible Skeletor. Invisible Skeletor, naja. Da die Liste aber noch nicht bestätigt wurde, können, wie wir es aus der Vergangenheit natürlich erkennen, auch noch Änderungen bei den Namen vorgenommen werden. Hört sich alles schon mal ganz gut an, sind auch alles Namen, die man natürlich bei der Cartoon Collection auf jeden Fall erwarten kann. Thundercats Moto Crossover Line wird kommen. Ja, und bei der folgenden News brennt mir so ein bisschen das Herz. Warum erkläre ich gleich? Viel ist hier aktuell leider noch nicht bekannt. Mattel gab lediglich auf der SDCC einen kleinen Teaser bezüglich dieser neuen Crossover Line der Thundercats mit dem Masters of the Universe. Ja, stand. Jetzt ist nur bekannt, dass Mattel die Line im nächsten Jahr an den Mann bringen will. Wie gesagt, hielt man sich hier sehr bedeckt, man ließ aber vage durchblicken, dass es auch Crossover-Designs geben könnte. Wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Ja und warum brennt mir dabei das Herz? Ganz einfach, ich habe erst von Super 7 alle Thundercats äh, verkauft, aus dem Anfanggrund heraus. Mir fehlt irgendwann noch einfach der Platz und ich wollte mich dann jetzt wirklich auf Masters of the Universe beschränken. Und eigentlich habe ich auch überlegt, dass ich bei der Turtles Crossover Line, also Turtles of Greyskull, nur noch die Masters Charaktere sammle. Mittlerweile bin ich auf dem Trip, dass ich sage, alles weg, bis auf die Figuren, die mir absolut gut gefallen, aber auch dann nur Masters Charaktere und die stelle ich dann ganz normal zu den Origins dazu und fertig. Das war's dann auch. Denn das wird mit so viel. Und es ist ja nicht nur das, wir haben ja gleich auch noch eine News bezüglich Mondo an einer neuen ToyLine. Und wir hatten schon während der Zeit, wo die Origins, die äh, He-Man 21 figuren und Masterverse gleichzeitig im Laden liefen und natürlich nebenher noch Mega. Und die äh, Mondo-Figuren. Ja, E-Man 21 ist vorbei. Von Mega scheint es auch nichts mehr zu geben. Jetzt kommen aber trotzdem noch mehr Sachen. Jetzt sind Turtles of Grayskull da. Jetzt kommt diese Crossover-Line mit den Thundercats. Da bin ich raus. Tut mir leid. Auch wenn ich das bestimmt ganz gut finde. Aber, nee. Zu den Thundercats habe ich sowieso nicht wie bei den Turtles keinen wirklichen nostalgischen Bezug. Deswegen äh, werde ich da einfach passen müssen. Aber könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Cool wird es bestimmt trotzdem. Und so den einen oder anderen Favoriten. Aber bestimmt definitiv keine ganze Line und keine Thundercats-Charaktere äh, werde ich mir da holen. So, wir sind jetzt gerade mal bei der Hälfte angekommen, nämlich bei News Nummer 6. Neue Turtles of Greyskull-Figuren veröffentlicht. Gerade waren wir noch bei einer Crossover-Line, dann bleiben wir auch thematisch gleich dabei. Auf der San Diego Comic Con zeigt Mattel die kommenden Turtles of Greyskull-Figuren. Diese Charaktere sind im Punkt und Design stark von den Snakeman inspiriert. So erwarten uns also folgende Charaktere. Da wäre Reptile Wars Leonardo. Dieser neue Leonardo im Punto Design ist eher schlicht gehalten. Unter anderem recycelt er den Lendenschurz des Snake Armor aus der regulären Origins Line. Als Waffen hat er zwei Hakenschwerter dabei. Die sind auch ein bisschen abgewandelt, denn äh, normalerweise ist es bei diesen Hakenschwertern, die sind ja lang und dann. Zack, wie ihr es gerade eben auf dem Bild gesehen habt, dann gebogen und dann ist hier unten dann nochmal so, ja nicht ein Griff, sondern so eine kleine Sichel mit dabei, wo man dann zupackt und dann, ne? So eine Waffe habt ihr unter anderem äh, gesehen in Auf der Suche nach dem goldenen Kind mit Eddie Murphy. Da hat nämlich dieser Dämon da seinen äh, Kompagnon, diesen Tommy Tong, erschlagen. Darf ich natürlich aus rechtlichen Gründen nicht zeigen, aber schaut einfach mal. Dann haben wir Reptile Wars Michelangelo. Mikey recycelt Teile des Snake Armor Skeletor. Sehr interessant. Puh. Aber ja, werde ich mir auch nicht holen. Was ich allerdings überlegt hatte, war, äh, die vier Turtles finde ich ja nach wie vor eigentlich cool. Und die so im Stil der Origins-Figuren wären nicht schlecht, aber man kann sie ja nicht alle zurückbauen. Bei den ersten Figuren, die wir hatten ging das nur teilweise, dass man sie recht weit zurückbauen konnte, dass sie wie normale Turtles aussahen. Je mehr wir jetzt an Varianten bekommen, kann es ja sein, dass wir diese dann vielleicht zurückbauen können. Naja okay, da würde ich noch sagen ich guck mal, aber nicht wegen der Turtles of Grayscale Variante. Die Sachen würden dann bei mir in die Teilekiste geworfen und dann fertig. Clem Champ Sehr interessant. Clem Champ bekommt viele neue Teile. Unter anderem eine neue Waffe zum Schnappen nach Gegnern, wie es natürlich sein Naturell ist. Und zum anderen eine Rüstung, die an seine alte angelehnt ist und einen Ganzkörperanzug mit Schuppenstruktur. Puh. Also. Das ist eine sehr gute Neuerung, muss ich gestehen. Also das ist ein tolles Upgrade. Puh, müsste ich mir mal wirklich überlegen. Aber nein, nein, ich bleibe mir treu. Also ja. Ähm, hier bleibe ich mir nicht treu. Warum? Mechanic. Ja, da würde ich tatsächlich sagen, den hole ich mir. Unser Siegertyp reiht sich nun auch in die Crossover-Line mit den Masters und Turtles ein. Die Figur erfährt sogar eine richtige Rundumerneuerung. Der Helm und die Rüstung wirken um einiges futuristischer, aber auch bereits bekannte Teile, die Halsverlängerung und die Hose von King His finden hier Verwendung. Der sieht wirklich sehr skurril aus, also aber ich finde ihn gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da kann ich sogar sagen, den werde ich mir dann holen und, weil äh, ich bin einfach Mechanic fan Aber gut, das wissen Zuschauer vom Sabbelsaurus natürlich mittlerweile. Fan bin ich übrigens auch vom nächsten Charakter, nämlich Redlaw. Redlaw kommt dieses Mal banal mit komplett neuen Teilen. Ganz besonders mh, transparente Teile und ein neu geschaffener Kopf und äh, ein neu geschaffener Hals werden dabei sein. Der sieht mal äh, komplett anders aus. Puh. Ähm, sehr gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem gut. Aber, boah. ja, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Ebenso gewöhnungsbedürftig ist Ninua. Ninua ist kaum wiederzuerkennen, denn das Us scheint ihm hier in eine Art Drachen verwandelt zu haben. Da vergleicht sein Kopf eben jenem Emblem, welches auf seiner Brust prangert. Boah, die Idee ist cool. Hat ja, aber im Nino oder so natürlich nichts mehr zu tun. Und das ist dann schon wiederum das, was schade ist. Aber... Ach, okay, warum nicht? Also... Ist schon in Ordnung. Deluxe Shredder. Auch Shredder wurde komplett neu interpretiert. Seine Samurai-Rüstung wurde stark abgeändert und er kommt mit dem Schlangenunterkörper von Lady Slither. Nein, nein und äh, nein. Finde ich nicht äh, gut, sagt mir nicht zu, gefällt mir n nicht wirklich. Also zumindest nicht als Shredder. Das ist ein bisschen zu weit weg von dem, was Shredder eigentlich darstellt. Aber bitte. Gut. Dann haben wir noch Deluxe King Hiss. Apropos natürlich Veränderung. Auch der König der Schlangenmenschen ist kaum wiederzuerkennen, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mit neuem Kopf, Körper und vier Schlangenarmen ist er bereit, seinen Gegner das fürchten zu lehren. Dazu kommt noch ein auswechselbarer Oberkörper in Form eines Food Soldiers. Was quasi dann also seine Maske ist, wo er sich dann unter die Turtle bzw dann die Food Soldier mischen kann. Dann wirft er diese Maske quasi ab. Und dann kommt der Oberkörper zum Vorschein und dieses wirklich extreme Monster. Das Ding sieht cool aus. Aber ja, genauso halt eben wie wie bei Ninjor ist mir das einfach zu weit weg. Und man erkennt da King Hiss nicht mehr drin. Sorry. Also, sieht cool aus. Aber das ist dann natürlich nicht für mich King Hiss. Gut, dann ist es für mich halt, oder für andere, wenn das auch für euch nicht King Hiss ist, äh, dann seht es eben als neu, neuer, neuen, eigenständigen Charakter. Punkt aus. Ja, zu diesen Figuren ist leider übrigens noch keine Bilder-Figure-Figur wie Metalbotto bestätigt. Ja, finde ich ein bisschen schade, denn gerade Metal -Botto ist natürlich ein Kaufanreiz gewesen. Ich werde ihn nicht mehr fertig kriegen, muss ich auch nicht. Ich werde meine Turtle of grayskull sammlung halt eben verkaufen, um auch wieder Platz zu schaffen. Und deswegen werde ich den nicht mehr zusammenkriegen. Und wen überrascht es? Auch Masterburs mit neuen Figuren. Auch im Bereich Masterburs gibt es einiges Neues zu vermelden. So werden viele neue New Eternia-Figuren enthalten sein. Als da wären, Ibelin, die Herrscherin des Schattenreichs, kommt dieses Mal wieder mit ihrer gelben Hautfarbe. Und einem nur leicht veränderten klassischen Outfit. Dazu gibt es noch vier Austauschhände und einen neuen Kopf mit leicht verändertem Helm. Als ich den das erste Mal gesehen habe, diesen Helm, dachte ich mir, es ist natürlich wie der klassische Helm, wo dann das Ganze bis hier geht, ja, dieser quergesetzte Mohawk. Ist natürlich keiner, aber trotzdem. Es geht jetzt nur bis dahin. In manchen äh, Comics ist das so, dass sie, glaube ich, so gezeichnet war. Ich weiß jetzt nicht in welchen. Ich bin kein Comic-Experte. Aber ich weiß, dass es solche Zeichnungen oder so ähnliche Zeichnungen gibt. Und äh, das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Und ich finde es auch ganz gut, dass äh, ihr Stab wieder richtig lang ist wie ein Stab. Und nicht äh, diese abgesägte Laterne die wir sonst immer haben, die finde ich nämlich nicht so gut. Vintage hin oder her, nicht alles, was damals kam, äh, es trifft wirklich meinen Geschmack. Ich finde wirklich den langen Stab einfach besser. Na, allerbesten ist natürlich, wenn man sich selbst aussuchen kann, wenn man dann ähm, noch ein Zusatzstück hat, dass man an diese Taschenlampe dran machen kann, dann passt das ja eigentlich auch. Aber gut. Sie sieht echt cool aus, muss ich sagen. Und ich finde es auch ganz gut, wie sie das Gelb genommen haben. Nicht so ein knalliges Gelb, sondern ein gesetzteres Gelb. Das passt schon. Flying Fist siemen Flying Fist siemen erscheint auch in klassischer Kluft mit neuen vergoldeten Elementen. Die Schulterpanzer sind im Wolfskopf des Central Towers vom Itania Placed nachempfunden. Dazu hat er auch noch einen Lendenschurz bekommen. Ich finde die Figur sieht top aus. Und kann was. Wenn ich mich nicht täusche, ist es allerdings hier dieser nicht so furchtbar beliebte Kopf, den man äh, ja auch schon bei Faker eingesetzt hat. Bei Faker allerdings äh, war das wirklich gut. Dann kam er bei Thunder Punchy Man. Das sah nicht gut aus in der Bemalung. Also in Fleischfarben. Ähm, ja, Glas lässt grüßen. Das mag zwar. Zum Beispiel der Melkor mag das nicht, wenn man äh, diesen Kopf mit Uschi Glas vergleicht, aber er sieht trotzdem so aus. Yeah. <laughs> so, jetzt mag er mich wieder nicht mehr. Ähm, nein, erstmal mal Scherz beiseite. Da hätten sie einen anderen Kopf nehmen sollen. Ähm, gehen wir aber mal weiter zu Beastman. Beastman erhält einen komplett neuen Kopf geht mehr wieder so in Richtung Vintage und eine modifizierte Version seiner Rüstung. Der Letztere wirkt deutlich schlanker, verzichtet auf Echthaar und hat viel längere Dornen. Auch die Spikes an den Armen fallen kleiner aus. Dazu kommt noch ein Samurai-ähnlicher Lendenschurz mit einem komplett überarbeiteten Gürtel. Deutlich erkennt man hier bei dieser Beastman-Variante den Einfluss des Lords of Power Beastman und das finde ich cool. Irgendwie hat man sich daran orientiert, aber auch der Kreativität freien Lauf gelassen. Gefällt mir nicht schlecht. Einer der besseren, vielleicht sogar der, der beste Beastman in der Masterverse-Line, der bisher rausgekommen ist. Fisto. Der Zuverlässige mit der eisernen Faust kommt vom Look her wieder seiner Vintage-Version näher. Doch er hat auch einen neuen Kopf mit deutlichen Veränderungen. Und auch sein rechter Arm ist nun komplett aus Metall. Es liegt nur Figur, aber auch ein Wechselkopf mit dabei und zwei zusätzliche Hände. Als neue Waffe hat man ihm einen Kampfhammer beigelegt und natürlich darf das klassische Schwert nicht fehlen. Da muss man sagen, dass bei Fisto das Schwert hinten das typische Lila hat allerdings nur am Griff. Die Klinge ist dann schon wieder äh, in Silber gehalten, also normal wie ein ganz normales Schwert. Der Zweitkopf, wenn es nicht sogar der Erstkopf ist, aber ich denke ich mal nicht, sonst hätten sie nicht den wirklich neuen Kopf da drauf gemacht. Ich kann auch gerade nicht sagen, an wen der mich erinnert. Irgendwas sagt mir, denke. In Richtung For Horsemen. Aber ich bin da leider wirklich nicht drin. Ich meine, ich habe sowas ähnliches schon mal gesehen. Aber da ist ja auch egal. Auch da, wenn ihr das wisst, in die Kommentare oder ich hoffe, dass es auf der Seite ist, dann hier in den Chat. Natürlich beim Livestream. Dann haben wir Roboto. Der unbeirrbare Robotkrieger zeigt sich ebenfalls wieder mehr im klassischen Look. Dennoch gibt es auch unübersehbare Neuerungen, so zum Beispiel der Kopf, welcher deutlich größer ist und eher an einen Roboter aus den 50ern ähnelt. Roboto trägt hier zwar jetzt einen, eine ganz normale Hand, allerdings gibt es auch die klassischen Waffen in modifizierter Form mit dabei. Und das finde ich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mal ein richtig anderer Look. Dazu gibt es auch noch eine Maske um ihn halt eben ein bisschen individueller aussehen zu lassen. Der ist richtig gut gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde es auch immer wieder gut, wie sie es schaffen, die Charaktere erkennbar darzustellen, aber trotzdem irgendwas Neues damit zu machen. Eine Riesenstärke von New Eternia und auch Mondo, muss man ganz ehrlich sagen. Kommen wir nun zum Skelken. Nun kommt auch der Skalken zu dem Masterburst. Dieser wurde auch leicht modifiziert und kommt mit Auswechselhänden und einer neuen Axt. Ansonsten sind es die Zubehörteile, die wir ja auch schon bei den äh, Classics-Figuren gehabt haben. Jetzt kann man ihn endlich mal einzeln kaufen. Damals lag er ja dem Roton dabei, also da war nichts mit äh, eine Skelken-Armee machen, es sei denn, man hat sich sagen wir mal eben schnell 10 Rotons gekauft, nur um diese Figur zu haben. Ja, allerdings scheint er wohl auch nicht so ganz äh, akkurat zu den Comics umgesetzt worden zu sein. Aber mich stört es nicht. Es ist trotzdem also ganz besonders auch vom Gesicht her was anderes. Und das gefällt mir sehr gut. Aber das sollte es noch nicht gewesen sein, denn auf Mattel Creations kommt auch noch einiges. Panthor! Skeletor's Kampfkatze hält endlich Einzug in die Master -Burst Line. Lange wurde ja spekuliert, ob Pantor überhaupt kommen würde, da sein heroisches Pendant Battlecat sicher ja nicht so gut verkauft hatte. Wir erinnern uns, das Ding war ja im Einzelhandel. Wer jetzt aber glaubt, wir würden einen Revelation pantor bekommen, der wird enttäuscht werden. Natürlich hat man von Battlecat die Teile, die man gebrauchen konnte, wiederverwendet. Aber wie man auf den Bildern auf der SDCC sehen konnte, kommt das Reittier in jedem Fall mit einem neuen, noch nie dagewesenen Helm und einem neuen Sattel. Dazu scheint die Figur einen Speer mit beiliegen zu haben. Pantor soll im Frühjahr 2025 erscheinen. Dazu kann man auch noch sagen, dass man hier äh, kleine schwarze Punkte mit eingearbeitet hat, die irgendwie die Felfurstruktur unterstützen soll oder wie auch immer man das äh, nennen soll, hätte es nicht gebraucht. Hm, hätte ich weggelassen. Aber trotzdem, der sieht wirklich nice aus. Und das Erste, was natürlich dann passiert, wenn ich den hier habe, ist, dass der Helm in der Teilekiste verschwendet, denn der braucht keinen Helm. Wenigstens ist es nicht dieser Widderhelm, der viel zu groß und zu wuchtig ist und mir noch nie so wirklich gefallen hat. Gut. Dann haben wir den Horde Trooper. Ja, wir haben ja eben schon lange darauf gewartet, dass der endlich mal kommt. Übrigens da auch mal einen schönen Gruß an Mondo. Hattet ihr denn nicht mal was angekündigt und gezeigt? Kommt mir in die Pushen. Der Horde Trooper kommt fast ausschließlich mit neuen Teilen und hat ein Schwert im Hordestil dabei. Wann und wo er kommen wird, ja, gut, er wird natürlich auf äh, Creations kommen, aber, ja, das, äh, wann genau steht hier leider nicht dabei. Und dann wurde noch angekündigt, aber nicht als Figur gezeigt, Blade. Anthony Longest wird sich freuen, denn nach der Classics Version kommt nun schon die zweite Figur seines Charakters aus dem 1987er Realfilm als Figur. Große Überraschung darf man bei der Figur allerdings nicht erwarten im Puncto Design. Und ja, ich weiß, es ist eigentlich die dritte Figur, aber äh, Figuren, die ihm ähnlich sehen, gibt es jetzt halt nur diesen und die Classics-Version. Mondo Basov und Man E Faces angekündigt. Auch Mondo hatte auf der SDCC einiges im Gepäck. So kündigten sie für ihre 1 zu 6 Figurenreihe Basov und Man E Faces an. Gerade bei dem Mann mit den drei Gesichtern wird es eine Menge an Zubehör geben. Leider hat man von Basov auf dem Entwurf nur die geplante Umsetzung der Figur gesehen, aber kein Zubehör. Natürlich wird da noch einiges folgen, denn Mondo wird auf jeden Fall eine modifizierte Version der Vintage-Axt, dem Helm und bestimmt auch die 2000X-Waffe mit beiliegen. Es liegt einfach nahe, deswegen gehe ich da einfach mal stark von aus. Haltet das aber in der Gerüchteküche. Aber wie kann es anders sein? Das haben sie immer gemacht, von daher. Ja, wie ich hier selber schon geschrieben habe, das bleibt erstmal abzuwarten und wie immer greife ich mir vorweg. Was man aber jetzt schon sagen kann, ist, dass die Flügel voll beweglich sein sollen und auch abnehmbar. Wow! Beide sehen hammermäßig aus. Und ganz besonders Bassov. Mehr kann ich da einfach gar nicht sagen, außer, wo darf ich unterschreiben? Ich finde es super, ich hatte es noch bei Scareglow, also dem dritten, bei ähm ja, bei, bei Mondo auf der Instagram-Seite drunter geschrieben, dass wir jetzt wirklich schon genügend Figuren haben von einem und demselben Charakter. Ich meine, wie oft haben wir Skeletor? Sieben-, achtmal, je nachdem, wie man zählt und rechnet, ob man eine Deluxe-Figur von einer sowieso regulären Figur äh, als eigenständige Figur sieht oder nicht. Gut, müsst ihr selber entscheiden, aber davon gibt's genug. Jetzt mittlerweile der dritte Skerglow, äh, Dreimal Trapjaw. Es reicht doch irgendwo. Wir haben selbst noch nicht mal so viele he figuren Von daher... Äh, nein, das muss nun wirklich nie sein. Aber gut. Plötzlich kommen sie dann mit äh, Buzz-Off und Man-E-Faces. Hey, 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 hey. Richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin echt froh, dass ich angefangen habe, mit, äh, ja, mit, damit Mondo zu sammeln. Wobei aber auch nicht wirklich alles. Ich hatte ja zum Beispiel den Disco Skeletor hier verkauft. Keinen Verlust gemacht. Zum Selbstkostenpreis habe ich ihn dann weggegeben an einen guten Freund. Ob er gerade nicht möchte, dass ich ihn nenne oder nicht, weiß ich nicht. Aber ja, wenn es einfach nicht passt, dann weg. Ich habe dreimal Trapjaw und habe mir dann gesagt, okay, einen verkaufe ich. Aber ich habe mir dann gedacht, Moment, mach doch aus dem ersten einfach einen Cronus. So, und dann passt es. Und die anderen beiden, äh, die jetzt gerade hier auf der Seite stehen, die äh, finde ich einfach zu so cool. Die Minicomic-Variante und halt eben die in äh, den Toy-Farben. Naja, aber gut. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Haben wir noch genug? ScareMare und ScareGlow Nummer 3 bestellbar. Wie Mondo schon seit einiger Zeit angekündigt hat, werden sie nicht nur äh, einen neuen und damit dritten Scareglow auf den Markt bringen, sondern auch erstmalig in der Geschichte von Masters of the Universe ein Reittier für Skeletors bösen Geist. Scaremare und Scareglow Nummer 3 werden sowohl einzeln auch, äh, als auch im preisgünstigen Bundle angeboten. Scaremare. Scareglows neues Hotte -Hü schlägt gleich mit satten, 599 Dollar zu buche. Für US-Kunden ist der Versand kostenlos, aber internationale Käufer müssen nochmal 50 Dollar an Versand auf den Preis draufrechnen. Mit einem solchen Preis hatte man ja schon ungefähr gerechnet. Scaremare verfügt natürlich auch über die Glow in the Dark Funktion. Dazu kommt aus dem Körper noch äh, halbtransparente Flammen. Dazu kommen aus dem Körper noch halbtransparente Flammen. Im Prinzip kann man sagen, dass an dem Pferd alles leuchtet. Platz wird man bei dem Teil auch brauchen, denn die maximale Flügelspannweite beträgt 1,37 Meter. Hammer. 1,37 Meter. Das ist um einiges länger als wie dieser Tisch hier. Wo, wo soll ich hin damit? Also, naja. Scareglow. Der Deluxe Scareglow Timed Edition kommt auch im Maßstab 1 zu 6 und ist komplett general überholt worden. Die Figur kommt mit zwei Wechselköpfen von 0, der Person, die Scareglow vorher war. Eines der beiden 0 köpfe Zeigt den Übergang von Karak zu Scareglow. Es gibt aber auch noch einen klassischen Kopf, der wie die Actionfigur gestaltet ist. Ob das jetzt derselbe Kopf ist, den man auch schon bei, dem, äh, bei der Classic Variant Version von Scareglow hatte, weiß ich nicht. Muss man gucken. Sieht dem auf jeden Fall sehr ähnlich. Ich würde fast sagen, es ist äh, recycelt. Auf jeden Fall äh, eine recycelte Sache gibt es dabei, nämlich äh, noch vier Wechselhände und zwar dann die recycelte Hellbade der Classic-Variante und den Mantel hat man auch hier verwendet. In allen äh, Stoffsachen ist übrigens auch jeweils ein Draht drin, sodass ihr dann äh, die Figur auch super posen könnt. Dazu gibt es eine neue Hellbade, die man durch zwei Zusatzklingen individuell gestalten kann. Ganz neu ist die Wirbelsäulenpeitsche. Der Deluxe Scareglow Timed Edition wird einzeln 275 Dollar kosten und wird für alle Kunden der USA, Kanada, die EU und Großbritannien äh, versandkostenfrei verschickt werden. Ja. Also, ich habe mir tatsächlich den Scareglow bestellt. Ich komme gleich auch noch auf das Bundle zu sprechen. Aber gegen ScareMare hatte ich mich von Anfang an ausgesprochen. Ich habe jetzt damit den, wenn er kommt, natürlich, den zweiten ScareGlow. Der sieht auch super aus. Der sieht hammermäßig aus. Den ersten habe ich nicht. Der ist potthässlich und wirklich auch nicht gut gelungen. Es ist gut, dass Mondo da einen Neustart gemacht hat aber scaremare finde ich sowas von unnötig das ding sieht cool aus wenn alle zusatzaccessoires wie sattel die flügel etc dran sind ist aber alles weg wird nicht nur durch die glow in the dark funktion viel an details geschluckt sondern man fragt sich natürlich auch du hast da einen kompletten pferdekörper wie bei einem normalen Pferd, aber dann irgendwie so eine halb ähm, enthäutete Pferdeschnauze. Sieht komisch aus, ganz ehrlich. Und wenn dann die Klamotten nicht drauf sind, <laughs> nee, das ist weder Fisch noch Fleisch. Und das zu dem Preis und ohne irgendeinen Vintage-Bezug. Mondo ihr habt verdient. Ich hoffe, dass ihr das Dingen loswerdet. Und es gibt ja noch die Möglichkeit ein bisschen zu sparen, wenn man wirklich beide Sachen haben möchte, und deswegen komme ich jetzt mal kurz zum Bundle. Es gibt aber auch eine günstigere Variante, denn Mondo bietet Scaremare und Scareglow in einem Bundle an. Statt 874 Dollar, was beide dann natürlich kosten würden, könnt ihr auch beide Figuren zum Bundlepreis von 775 Dollar kaufen und dann spart ihr 99 Dollar. Haben oder nicht haben. Zu dem Bundle gibt es dann aber auch zwei neue Köpfe, welche auch nur in diesem Bundle dabei sein werden. Also für Scareglow natürlich. Die Vorbestellphase geht noch bis zum 9. August 2024 um 18.59 Uhr deutscher Zeit. Puh, ja, wie gesagt, ich äh, hoffe, Mondo kriegt die Dinger gut los und bleibt nicht drauf sitzen. Ich muss aber auch sagen, wahrscheinlich sitzen jetzt einige Leute davor und sagen sich, oh, der hat ja viel zu meckern. Ja. Also. Eines kann ich wirklich mal mit Funk und Recht behaupten, nämlich dass jemand, der behauptet, ihm gefällt, alles, die Unwahrheit sagt. Weil das gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. Wenn es eben nicht alle Figuren sind, dann guckt man eben genauer auf das Design und dort und hier und dort gefällt einem vielleicht irgendwo was nicht. Was nun nicht heißt, dass man danach suchen muss. Aber ich bin nun mal ein Mensch, der in seinem Format ehrlich sein möchte, das spiegelt meine persönliche Meinung wider, die aber auch flexibel ist. Wenn zum Beispiel das Teil dann plötzlich hierher kommt, ich habe mir auch diesen, äh, das, um den Satz zu vervollständigen, wenn das Teil zum Beispiel hierher kommt, ja mein Gott, dann gucke ich ihn mir nochmal genauer an und oft ist dann, dass ich das Ding noch cooler finde oder halt eben sage, doch direkt vor mir sieht die Figur noch um einiges besser aus als wie auf Bildern. Kann natürlich auch sein, dass ich sage, das ist aber selten der Fall, wie zum Beispiel beim Disco Skeletor, nee, stellen wir mal hin, lassen wir uns auch, lassen wir ihn auf uns wirken und irgendwann kommst du auf die Idee und sagst, nee, komm, verkaufe ihn mir dann, was ich auch gemacht habe. Und deswegen, das ist mir persönlich sehr wichtig, ich habe ja auch keine Lust euch da draußen zu verarschen. Ich glaube, dass die Leute, die hier zugucken, das dann auch gut finden, dass man nicht immer nur alles abfeiert, aber auch nicht alles nur schlecht redet, ne, äh, wie ein gewisser Held. Wenn ein gewisses Logo drauf ist, äh, dann sowieso man schon weiß, dass er da äh, nichts Gutes dran lassen wird. Aber, ja, nur um das halt mal erklärt zu haben. Ihr es ja gerne schreiben, ob ihr das anders seht oder nicht. Aber mir ist es wichtig, da authentisch zu bleiben, auch wenn ich mal meine Meinung ändere. Und wer dann behaupten sollte oder sagen sollte, ich bin wie ein Fähnchen im Wind, Pech. Aber ich bin so, aber ich bin so, wie ich bin, und so bleibe ich auch. Vor allem ehrlich in meiner Meinung über Masters of the Universe hier auf diesem Kanal. So, so viel dazu. So. Jetzt sind wir schon bei über einer Stunde, weit über einer Stunde und sind gerade mal zu drei Dritteln fertig. News Nummer 10. Mondo mit neuer Toyline. Tja, und das war eine riesen Überraschung. Mondo hat auf der SDCC für eine große Überraschung gesorgt. Ich nehme... <laughs> Egal. Denn sie werden... 2000x Figuren in der Größe von 1 zu 12 herstellen die figuren werden dann etwa 17 cm groß sein was in etwa die Größe einer classics Figur je nachdem was für eine Figur man natürlich als Bemessungsgrundlage nimmt ja ungefähr so groß sein bisher plant man damit die figuren in waves zu bringen eine wave soll dann mindestens zwei Einzelne Charaktere beinhalten. Dabei mondo die Artikel gleich mal in mehrere hundert Dollar Kategorien gehen, ist natürlich die Frage, was solch eine Figur dann kosten wird. Mondo verlautbarte zwar keine direkten Summen, meinte aber, dass die Preise sich in Grenzen halten werden. Nimmt man die Figuren im Maßstab äh, von dem, wo jetzt die 2000x Figuren dann äh, kommen sollen. Dann, ja, und guckt mal auf frühere Figuren, die Mondo so rausgehauen hat, dann lag das Ganze schon mal so im Preis von rund 100 Dollar. Natürlich beginnt Mondo mit Heeman als erste Figur und hat auf der SDCC auch einen Entwurf mit dabei. Aber keine fertige Figur. So konnten sich Interessierte schon mal einen ersten Eindruck der geplanten Figuren machen. Die erste Wave plant man so im Februar oder März zu bringen. Es sollen hier ein Held und zwei Villains dabei sein. Anhand des Entwurfs kann man aber auch jetzt schon sagen, dass die Figuren sehr detailliert sein werden und eine ganze Menge an Zubehör beiliegen haben. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, yay, noch eine Toyline. Aus dem einfachen Grund heraus, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin da ehrlich, ich find's cool. Wer hätte damit gerechnet? 2000X? Gut, klar, äh, dass das Elemente sind, die jetzt in den Origins mit eingeflossen sind, ne? Klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir davon tatsächlich noch mal eine einzelne Toyline kriegen, das hat mich sehr überrascht und ich find's cool. Allerdings, ich glaube, solange die anderen Lines noch laufen, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich da einsteigen werde. Ich muss es mir angucken. Aber erstmal sage ich aus Geld- und Platzgründen nein. Denn man kann einfach nicht alles sammeln. Deswegen habe ich mich ja auch von einigen Sachen getrennt. Zum Beispiel hier auf dem Regal, was ihr gerade nicht sehen könnt standen die ganzen Mega-Figuren alle verkauft, alles weg. Die Thundercats von Super Sim weg. Turtles von Super Sim weg. Tja, wahrscheinlich jetzt auch Turtles of Gray Sky. Es ist auch einfach irgendwann mal gut. Aber auch das finde ich gut. Mehr kann ich da eigentlich momentan noch gar nicht so zu sagen, deswegen können wir zum nächsten Thema weitergehen. Wir haben da ja auch noch einiges und äh, das ist halt eben die Krux an der Sache. Im Moment äh, wird man mit Masters wirklich zugeschmissen und das war es ja noch nicht mal. Da gibt es ja noch einiges mehr und dazu kommen wir jetzt. So, wir hatten jetzt Mattel mit den Origins, der Origins Cartoon Collection, den Masterverse. Dann ging es rüber zu Mondo mit ihren 1 zu 12 und 1 zu 6 Figuren. Jetzt gehen wir zu Statuen weiter. Iron Studios bringt Skeletor und King Grayskull. Auch Iron Studios war auf der SDCC und hat dort zwei neue Statuen ausgestellt. Die eine ist ein Skeletor in einem Design, welches keinen Background hat. Iron Studios hatte aber im Vorfeld zur STCC bereits Bilder der 1 zu 10 Statue auf Instagram gezeigt. Man hat einfach mal seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Die Statue läuft unter dem Titel Skeletor Unleashed. An Außerdem wird es auch eine king gray statue geben. Diese wird dann aber nur über Big Bad Toy Store zu kaufen sein. Bezüglich der Verfügbarkeit ist leider kein Wort gesagt worden. Bei diesen Dingen bin ich ja schon lange raus. Ich äh, kann mit Statuen so leider nichts anfangen. Ich finde sie zwar hübsch, ich finde sie cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt richtig tolle Dinger, sehr viele sogar. Aber da kann ich lieber was mit Büsten anfangen, aber auch die habe ich abgestoßen. Einfach aus dem Grund heraus, ich sehe mich da irgendwann auch satt. Ich möchte die Dinge vernünftig in Hand nehmen können, ich möchte sie posen können. Kann ich damit nicht. Aber natürlich für euch, wenn ihr die Dinger gut findet, schreibt es gerne mal in die Kommentare, auch wie viele ihr schon habt oder bestellt habt und äh, ob dann halt dieser Skeletor oder auch der King Grey Skull was für euch sein werden. Bei Big Bad Toy Store ist natürlich die Sache, dass wir in letzter Zeit ein bisschen Probleme damit hatten. Ich hatte ja bei Big Bad Toy Store bestellt und leider muss ich gestehen, dass, äh, und da bin ich nicht der Einzige gewesen, man dort sehr viele Probleme mit dem deutschen Zoll hatte. Das heißt also, wenn ihr da bestellt, stellt euch darauf ein, dass ihr zum Zoll müsst und das Ganze dann auch äh, entsprechend über dieses Atlas-System. Vorankündigen müsst. Hm. Und da wünsche ich viel Spaß. Denn da, äh, das ist ein Thema für sich. Aber ich hoffe, ihr wisst dann die Autonummer, also dieses Kennzeichen von dem Fahrer, der euch die Statue zustellen wollte. Ganz klar, wenn ihr nicht da seid, könnt ihr das natürlich nicht wissen. Und vor allen Dingen, wer guckt da drauf? Und wozu will der deutsche Staat das überhaupt wissen? Keine Ahnung. Und vergesst nicht, dass ihr das Gewicht von eurer Statue dann in Litern angebt. Naja. Gut, gibt noch mehr komische, kuriose Sachen vom Zoll. Aber stellt euch da auf jeden Fall drauf ein. Hoffentlich ändert sich das irgendwann mal. Naja, Statuen sind cool, beide, aber leider nichts für mich. Bleiben wir thematisch bei Statuen und sind damit auch zum Glück, denn es ist ultra warm hier und natürlich auch schon eine gewisse Zeit vergangen, bei der letzten News. Disco- und Classic-Varianten von Twitterhead. Wie Twitterhead verlautbarte wird er von der dieses Jahr erschienenen Skeletor-Statue zwei exklusive Variant Editions auf den Markt bringen. Zum einen eine Disco-Skeletor-Variante, yay, und zum anderen eine Classic-Variante, die in Vintage-Teufarben bemalt sein wird und einen Wechselkopf im Alcala-Stil beinhalten wird. Außerdem kündigte er zwei Neuheiten für ihre Legends Marquette-Reihe im Maßstab von 1 zu 6 an. Tja, Disco Skeletor. Das ist, äh, ich habe es letztens noch zu äh, dem Ronald gesagt, in einem privaten Gespräch. Also das ist genauso wie mit diesem Loving Adam Kopf. Irgendwann ist der Gag auch weg und deswegen habe ich auch meinen Mondo Disco Skeletor verkauft. Es ist Klar, eines darf man nicht vergessen, da, da bin ich auch voll äh, bei, ich muss die Dinge ja nicht kaufen, aber das äh, Twitter hätte natürlich jetzt nur durch eine andere Bemalung versucht noch mehr von diesen Statuen an den Mann zu bringen. Alles okay, alles top, soll er machen und wem die Sachen gefallen, gerne. Äh dann diese Starte nochmal in, in vintage farben mit einem Alcala-Kopf. Alcala geht immer. Warum nicht? Und ich kann es natürlich auch verstehen. Also kein Thema, dass Leute dann äh, aus ihren produzierten Sachen nochmal irgendwas raushauen wollen. Äh, warum bin ich dabei? Äh, kann ich alles nachvollziehen. Wie gesagt, kaufen muss ich es nicht. Aber ja. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, ich bin aus dem ganzen Statuen sammeln einfach raus. So, meine Lieben, jetzt sind wir endlich am Ende angekommen. Wie schon gesagt, hätte ich noch einiges mehr mit reinnehmen können, weil auch vor der SDCC ja schon einiges passiert ist. Ein bisschen war mit drin bezüglich ScareMare und äh, dem Tuva und Batra Doppelpack. Aber ansonsten beherrschte diese Ausgabe natürlich die SDCC. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, äh, wo ich dann in den nächsten Tagen dann auch noch mal ein gesondertes Video rausbringen werde, nämlich bezüglich allem, was auf der Grayscalecon äh, kommen wird, damit ihr auch da auf dem Laufenden seid. Und äh, was man noch erwähnen kann, ist, dass das erste Hörspiel von der Retrofabrik jetzt ausgeliefert wurde, beziehungsweise gerade wird. Meins ist leider noch nicht da. Der Marco und ich wären sehr gerne auf der Veranstaltung gewesen in Duisburg oder was Düsseldorf, weiß ich nicht, verwechsel ich immer wieder. Jedenfalls ähm, ist uns das durch das Schicksal äh, wirklich vermasselt worden, weil ich äh, doch zum Arbeiten eingeteilt wurde. Damit war meine Karte für ein Poppes. Und ja, bei Marco hat einfach die Krankheit zugeschlagen. Das auch in allerletzter Sekunde. Und somit konnten wir beide nicht an diesem Event teilnehmen. Sehr schade. Hätte ich mir wirklich gerne angeguckt. Gut. Wir werden natürlich dazu ein entsprechendes Review bringen über die neue Hörspielfolge. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze. Bei uns abschneiden wird. So, vergesst nicht, Sonntag 19 Uhr einen Livestream bezüglich allem, was jetzt rund um die San Diego Comic Con gewesen ist, mit Gästen. Also ich und noch mindestens ein oder zwei, vielleicht auch drei andere. Und dann werden wir noch mal über die vergangenen Dinge sprechen. Wir werden natürlich auch was jetzt so in dieser Woche noch so rauskommt, wenn es zu so bestimmten Dingen neue News geht, das dann auch nochmal mit reinnehmen und das Ganze auch schön bebildern und so weiter. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Ich danke euch fürs Zugucken, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren natürlich und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Gute Reise.